Das Geld regnet gerade in die Kassen vom Naht. Und damit, Salam, meine Perserinnen und Perser. Willkommen zurück. Wir haben in der letzten Folge so einiges erobert. Hier ein Riesenstückchen Land in Indien. Und ihr seht es hier, hier kommen jetzt langsam so die ganzen Meldungen ganz, ganz geschmeidig und langsam. Und wir haben plötzlich 1500 Gold mehr. Und es kommen einfach Meldungen ohne Ende. Was habe ich getan? Ich habe jetzt die Zeit genutzt, off-cam, die ganzen Zahlungsforderungen. Wir hatten circa, ich glaube 40, 39 Zahlungsforderungen. Die habe ich alle durchgesetzt. Jeweils zwischen 10 und 50 Gold. Die kommen jetzt. Ich habe sogar meinen eigenen Sohn bestohlen. Aber so ist das nun mal als Verwalter. Darf ich das? Wenn ich gebe, dann darf ich auch nehmen. Das ist Nummer 1. Und die Nummer 2 ist, wir haben noch aus dem Gefängnis einige Leute rausgelassen und Geld verlangt. Die zwei habe ich noch gelassen. Also sind wir wieder mal schön aufgeräumt. Okay. Ich hätte euch vorwarnen können. Aber ja, ne? So, ich hoffe, ihr hattet da eure Kopfhörer nicht laut. So, das sind alles Herzogtümer, die ich erstellen kann. Das ist nicht das Problem. Titel können übernommen werden, Titel können geschaffen werden. Das wissen wir auch. Wir können Königreiche, jede Menge Königreiche können wir erschaffen. Wir haben das Königreich Persien nie geschaffen. Das kann ja nicht sein. Also das tun wir jetzt mal. Dann haben wir auch das Königreich Persien. Endlich, nach 100 Folgen, endlich haben wir auch das Königreich Persien. Super tolle Sache. Eine Sache, bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar, dass unsere Vasallen gerade Anatolikon ordentlich angreifen. Also das eine haben wir ja gesehen hier, Anatolikon, dieses Herzogtum wird angegriffen. Da führt er noch gerade, also er hier, der Gegner. Aber unsere Leute belagern gerade beide Grafschaften. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit ändern. Gleichzeitig passiert aber auch Folgendes. Er hat noch einen Krieg jetzt am Hals. Und zwar auch hier von unseren Leuten. Ne? Das sind die Roten. Das sind unsere Leute. Und der Blaue, das sind die Anatolikoner. Und die Anatolikoner haben 1300 Leute und die haben 3000. Und die wollen dieses Herzogtum hier erobern. Also ihr merkt schon, meine Vasallen, die haben jetzt schon Mut, die machen jetzt ordentlich Religionskriege. Und die klappen super, weil eben, ja, keine Ahnung, ne, die Orthodoxen sind super geschwächt, also kann man da ordentlich rein. Und Anatolikon bietet ja nichts mehr, die haben nur noch 1300 Einheiten und 217 Gold. Das ist nichts. Das ist absolut nichts. Und die haben auch noch mal einen Bauernaufstand am Hals. Und der Bauernaufstand ist irgendwo hier, ne? Da sind sie auch noch mal mit 3000, 2000 Soldaten. Das ist ja das ist so krass. Die können momentan also nichts reißen. So, jetzt ist die große Frage. Wollen wir das einfach lassen? Ich denke schon. Es macht einfach Sinn. Denn wenn die Vasallen jetzt schon expandieren und expandieren, dann muss ich ja theoretisch ja hier nicht auch noch expandieren, wenn sie es tun. Oder? Ich denke schon. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir screenen mal unseren Hof. Also, haben wir hier irgendwo interessante Leute? Sie ist interessant, aber sie ist eine Frau. Ich glaube, sie kann nicht bei uns Kriegerin werden, das ist schade. Dann haben wir hier Herzogtümer und keinen Königreichsanspruch. Zweitens habe ich hier Leute, die einer anderen Religion angehören. Das geht mal gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Das darf nicht sein. Die müssen alle jetzt mal bekehrt werden. Und sie natürlich auch. Ich bitte dich, was soll das? Und du auch. Nein, der kann nicht. So, das ist schon mal eine Sache. Nein, das will ich gar nicht sehen. Also, abgeschlossen. Zweites Thema. Ich habe im Gefängnis einen Kerl gefunden. Und dieser Kerl... Ach komm, nimm dein Kind mit. Und dieser Kerl hat einen Königreichsanspruch. Ich lasse den mal raus. Da seht ihr es. Da ist er ja. Der ist jetzt bei mir. Und er hat zwei Königreichsansprüche. Schaut euch das mal an. Lösegeld akzeptiert und so weiter. Alles klar. Da ist er ja. Und er hat hier diesen Anspruch.
quasi das zweite Königreich. Jetzt müssen wir mal gucken, wen wir überhaupt hier angreifen können. Ist es sie? Das ist nicht dieser Anspruch. Das wäre der hier. Er ist es. Das ist der Rashtrakuta. Er ist es nicht. Das ist nicht der. Klicken wir weg. Und wir schauen mal, ist es vielleicht er hier? Rashtrakuta. Genau. Schaut euch das mal an. Also wir könnten theoretisch auch nochmal hier alles erobern. 2000 Soldaten, gegnerische Soldaten und dann auch nochmal hier. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Das machen wir mal und erweitern sozusagen wieder hier unser Einflussgebiet. Und Rashtrakuta bekommt dann ordentlich Land. Und dann werden wir noch Draupadit angreifen. Dann hätten wir hier aber ordentlich die Karte bemalt. Wenig nette Nettigkeiten. Ich folge der Einladung zu einem Ball in Bagdad, um ein wenig Zeit mit Saida zu verbringen. Allein in der Gedanke daran, ihre Hand zu halten, lässt mein Herz schneller schlagen. Wali, warst du nicht da irgendwie schon mal? Was willst du da? Schon wieder? Wali? Ganz ehrlich, eine Ablenkung wäre wohl angebracht. Also der Wali, der lässt nicht locker, ne? Was haben wir hier? Ein gut organisierter Hof. Das ist schön. Wunderbar. Lebenswandel hatten wir lange nicht. Endlich wieder. Also gehen wir auf geistige Robustheit. Zeit zwischen geistigen Zusammenbrüchen. Plus 3. Das ist gut. Wir haben hier eine neue Nebenlinie. Das ist auch nicht schlecht. You can call ally. 140 Soldaten hat der. Komm, nee. Brauchen wir nicht. Wir werden jetzt hier schön mal reinkommen. So wie immer, wie wir das machen. Zack, ausheben. Zack, ausheben. Dann warten wir kurz ab. So, komm schon. Das 5000 sollte eigentlich ausreichen bei dieser Truppe. Und dann hier abwarten. Noch 10 Tage. Da kommen sie. Stoppen. Onaga weg. Zack. Die wegklicken, zusammenfügen, teilen. Dann einmal. Das ist der Beste. Gut, er kann schon mal hinterher. Und wir schauen mal. Der hier zum Beispiel ist ja auch kein Belagerer. Dann brauchen wir einen Belagerer. Der hier. So, dann könnt ihr schon mal runter. So rein. Perfekt. Also, geht es los. Eine besorgniserregende Übersetzung. Als ich die Kammer betrete, um meine Gemahlin Kina zu sehen, finde ich sie tief über ein Buch gebeugt. Das Thema kennen wir. Wir werden ihr jetzt auch in diesem Fall wieder helfen und ihr plus 2 Bildung gönnen. Perfekt, so muss das sein. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Wartet. Er müsste doch so lang gehen, ne? Genau. Und der müsste hier hinterher. So, genau. Oder hier rein. Oder da rein. Nein, da rein. Wir sollten mal einen schnell nehmen. Liebesdinge. Schon wieder ein Wali. Jetzt ein Amir-Wali. Ich folge der Einladung zu einem Ball in Bagdad, um ein wenig Zeit mit Saida zu verbringen. Allein der Gedanke und schon wieder. Also wieder mal den Charme spielen lassen. Wir werden hier mal versuchen, einen schnellen stoppen. Einen schnellen Befehlshaber zu nehmen. Da ist der hier super. Organisator. Wir brauchen also einen Organisator, um ziemlich schnell unterwegs zu sein auf der Karte. Und wir verfolgen ihn jetzt einfach mal und hoffen, dass wir ihn irgendwann mal erwischen. Ah, der ist einfach so schnell, der Junge. Langsamer. Ich bin zu alt. Das Alter der Welt. Ich studiere die alten religiösen Texte und die Schriften der Gelehrten und sie sind sich offenbar alle einig, dass die Welt 6000 Jahre nach ihrer Schöpfung enden wird. Meinen Berechnungen zufolge endet die Welt in weniger als einem Jahrhundert. Ja, im Jahre 2000 wird es ein Problem geben mit den Computern. Ja, die ganzen Computer werden es nicht schaffen, die Zahl
2000 oder 00 zu verarbeiten. Und dann bricht ein Chaos aus, die ganzen Toaster werden die Welt erobern und dann stürzen die Maschinen die Menschen ins Unheil. Allerdings drängt mein Großalamar Yusef oder Yusef mich, das ist doch der Neue, ne? 41, ach gut, dies für mich zu behalten. Überlasst das den Priestern und vermeidet jede Panik. Was, wenn eure Berechnungen falsch sind? Lieber Yusef, ich kann mich einfach nicht irren. Ich weiß, die Toaster werden die Welt erobern. Keine Sorge, ich habe recht. Das Volk hat die Wahrheit verdient. Da habt ihr wohl recht, Yusef. Oder ich sollte weitere Imame zu Rate ziehen. Bildungswandel, Erfahrung plus 100 und ansonsten Rest hier mit Prestige und so weiter. Ich denke mal, wir nehmen einfach den plus 100 Bildungswandel, Lebenswandel. Die wilde Jagd. Oh, endlich mal was von den Witcher. Als Saida eine Jagd vorschlug, zögerte ich nicht lange und organisierte eine. Ich würde alles tun, nur um mich am Anblick meines Augensterns zu weiden. Ich schleiche durchs Unterholz, mein Page hinter mir und mein Jagdhund knapp vor mir. Scheinbar hat er eine Spur gefunden, doch dann wird meine Konzentration von einem Aufschrei gestört. Ich komme zu euch, mein Liebling! So, ich fahre fort mit meinen Versuchen, Saida zu verführen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Die wilde Jagd. Binnen einer gefühlten Stunde, die in Wahrheit wohl lediglich eine Minute war, erreichte ich eine Lichtung. Saida liegt vor mir auf dem Boden, zerzaust und halbnackt ohne Waffe. Ihr gegenüber steht eine gewaltige Bestie bereit zum Angriff. Mein Pfeil trifft das Biest und es fällt zu Boden, so wie ich auf Saida. Einen Augenblick lang kann Saida nur ungläubig starren, aber dann stolpert sie auf mich zu und wirft sich in meine Arme. Ich brauche euch, mein Augenstern, hier und jetzt. Oh, wow. 1500 Prestige. Okay, los geht es. So, da haben wir ihn erwischt. Obwohl es nicht der Beste ist, der beste Befehlshaber, ist er wohl der Schnellste. Durchdachte Diplomatie, mein Ratskanzler hat hart daran gearbeitet. Wunderbar, Waffenstillstand gegen ihn endet. Naja, das braucht... Oh, Leute, Zeit. Es ist wieder Zeit, meinen Stuhl zu richten, denn wir haben einen Krieg gewonnen. Einen Krieg, den ich nicht so schnell gewinnen wollte eigentlich. Ich dachte, ich kann hier ganz in Ruhe erobern. Ich glaube, ich werde das auch tun, diese zwei Grafschaften zumindest. Die und die, die will ich noch erobert haben. Warten wir mal kurz ab. Noch 10 Tage. So. Da ploppt hier alles hoch. Wir klicken das mal weg und beanspruchen das Gebiet. Mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen, so sei es. Alle auflösen. Und jetzt schauen wir mal, ist der Amiran Putharaya an der Reihe? Er ist König. König mit Ansprüchen gegen ihn. Ja, das könnte natürlich zu Problemen führen. Er hat sogar mehr Ansprüche. Der hat sogar hier Ansprüche auf das hier. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Das ist ja krank. Das ist ja richtig krank. Die haben so gute Ansprüche. Ich könnte ja im Nu hier das ganze Gebiet hier erobern. Schaut euch das mittlerweile an. Wir sind so stark. Also das hier könnten wir locker erobern. Sollten wir aber auch in der Lebenszeit vom Nacht natürlich machen. Ihr wisst auch warum. Denn wir haben so viel Prestige und so viel Frömmigkeit. Wir müssten eigentlich diese großen, teuren Kriege ausnutzen und das hier erobern. Denn die Kriege hier, die sind nicht mehr so einfach wie früher. Wir könnten hier nur Herzogtümer erobern. Und da warte ich lieber auf den nächsten, quasi auf unsere Nachfolger, damit wir dann wieder mal ein großes Königreich angreifen können. Zum Beispiel Ungarn. Oder was anderes. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall was Großes. Und währenddessen könnten wir ja natürlich versuchen, hier alles aufzuräumen. Diese großen Dinger. Also schauen wir mal hier. Wie sieht es hier aus? Der war es nicht. Der war es nicht. Der war es. Er ist Baron hier. Okay. Und nicht nur das. Der Typ
dieser Typ hat erstmal einen Anspruch hier drauf. Ich zoome mal raus. Dann auch einen Anspruch auf dieses Königreich hier. Und was ist das für ein Königreich? Genau, das ist das Draupid. Und dann noch auch noch mal hier oben. Meine Güte, Amirid. Amirid. Och Leute, was ist denn hier los? Das ist so der feuchte Traum jedes Eroberers. Oh. Oh, 10.000. Die sind doch natürlich, ne? Zwei Verbündete, die sind natürlich schon stark. Sind das aber meine Vasallen vielleicht? Nee. Nee. Aber das würde natürlich viel bringen, ne? Das sind die sehr, sehr guten Grafschaften auch. Gut ausgebaut. Okay. Was wird also am meisten Sinn machen? Ich denke, es würde jetzt erstmal Sinn machen, dieses Gebiet hier zu erobern. Das ist Nummer 1. Dann könnte man mal schauen, das hier und dann das hier. Und dann hätten wir diese drei dicken Dinger schon mal. Gegen den haben wir nichts in der Hand. Nee, nichts Großes. Aber gut, ich denke mal, da ist unser Ziel schon mal abgesteckt. Wir haben hier eine Farbänderung, wie man sieht. Okay, vielleicht würde das auch Sinn machen, ihn hier anzugreifen. Vor allem Zypern. Er hat nur 800. Ich würde sagen, wir machen das mal schnell. Denn mein Plan möchte ich noch ausführen mit den zwei Königreichen. Ich brauche die Bekanntheit für die Zukunft. Wir lassen das jetzt mal laufen. Das sollte reichen. Das ist viel zu viel sogar. Wir warten hier ab. Es ist noch ein Tag übrig. Perfekt. So. Onaga, Onaga. Zack, zack. So. Verbinden, teilen. Und schnell. Na. Machen wir es mal nicht. Das ist nicht so wichtig. Wir haben hier zwei Grafschaften. Und mit der Truppe gehen wir mal hier hoch, ne? Versuchen einfach mal hier oben anzugreifen. Das machen wir mal. Abdullah hat einen Anspruch auf Scheichtum von Asa. Ich erschulde euch einen Gefallen, aber es wäre mir lieber, wenn dem nicht so wäre. Wer steht schon gerne in der Schuld anderer? Wie wäre es, wenn ihr ihn einfach vergesst? Das würde mir gefallen. Das wäre hervorragend. Sagt Pudraya, ein überzeugendes Argument? Was ist das bitte für ein Argument? Nein, Pudraya, du hast jetzt ein Problem mit mir, ne? Ich habe dir das Land verschafft, also musst du jetzt auch ordentlich zusehen, dass du es gut verwaltest. Das Ding kann weg. Dann schauen wir weiter. Über Vasallen. Oh, nein, wir haben schon den ersten Malus. Nein! Nikea! Och, wir brauchen eine Grafschaft in Nikea. Och, Leute, Mensch. Müssen wir die auch noch... Ach, scheiße, kann ich das nicht machen. Also, wir müssen das jetzt so bald wie möglich ändern und unserem Sohn mal das Königreich geben. Das ist wichtig. Aber erstmal auch hier mal für Ruhe sorgen. Dann hier mal angreifen. Das machen wir sicher noch. You can call ally. Wollen wir nicht. Wird über... Oh, schon wieder die, ne? Wird überfallen. Gut, wenn das so ist. Und wir schauen natürlich... Nee, wir haben ja da nichts, ne? Wir haben ja hier nur diesen einen Krieg. Also, skandalöser Priester! Die ascharitische Welt war angewidert zu erfahren, dass mein Vasall immer wieder Ausnahmen bei wichtigen Vorgängen gemacht hat. Also, Amir Khurshid, schäm dich. Was bist du bitte für ein Priester? Ein Komplott bei Hofe, mein Ratsspitzel ist mit einer Entdeckung zu mir gekommen. Er ist sich nicht sicher, dass meine... Oder er ist sich sicher, dass meine Bekanntschaft Sarah ein Komplott schmiedet, das Opfer meine Gefangene Ayla. Ob das nun stimmt und so weiter, ne? Also Gefangene ist egal. Da wurde ein Gebäude gebaut. Wir klicken das mal jetzt hier weg. Wir sind nicht im Baumodus. Und jetzt hier. Oh, da haben wir ihn. Zack, 87. Fantastisch. Haben wir auch gleich hier erobert. Ich hoffe, das reicht aus. 30 Tage. Komm schon, komm schon. Ehepartner vermittelt mit Beduinen.
30. Sehr fein. Wir lassen laufen. Kriegerorden angeworben. Kriegerorden angeworben. 2 Tage. Wir haben gewonnen. Forderungen zwingen. Zack. Mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Wunderbar. Vielen Dank. Auch deine Säfte mögen sie austrocknen, mein lieber Gegner. Und jetzt haben wir schon wieder hier diesen verdammten Nordmann. Wir gehen jetzt mal hier schön mit unseren Truppen hin. Lassen sie mal kommen. Haben jetzt hier Persien, Zypern. So, und das wird jemand bekommen, der aus meiner Dynastie ist. Das ist wichtig. Und einfach ordentliche Werte hat. Er ist zwar besessen, aber er ist auch intelligent. Er könnte es haben. Diese beiden Leute. Ach so, jetzt geht's. Titel vergeben. Und dann machen wir auch nochmal hier Herzogtum und Königstitel. Titel vergeben. Bekommt beide. Wunderbar. Jetzt ist er König und er wird irgendwann mal auch unabhängig sein. Das ist gut. Er ist in unserer Dynastie. Er hält sich auch noch irgendwie gut. 400 Leute hat er. Er ist in einem Krieg und so weiter. Alles gut. Kann so stehen bleiben. Wir zoomen raus, machen eine kurze Pause. In der nächsten Folge machen wir natürlich weiter und erobern ganz Indien. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.